froh, dass ich nicht den grünen Umschlag genommen habe. Ja. Übrigens, wusstest du, dass das Spiel tatsächlich, also dass man eine höhere Chance hat zu gewinnen, wenn man das Tor tauscht? Man das Tor tauscht. Mhm. Inwiefern? Also wenn man, war das nicht irgendwie, dass man machen konnte, dass du wählst ein Tor, danach sagt er dir, macht er eins auf und sagt, da ist ein Song drin gewesen. So. Und, Ach, bei Geh aufs Ganze meinst du? ja. Genau. Bei Geh aufs Ganze. Und dann kommt doch so eine Runde, wo er sagt, hier, ich kaufe dir das Tor ab oder sowas. Oder möchtest du mal nochmal tauschen? Oder irgendwie, wie ging denn das? Ich hatte immer das Gefühl, das ist völlig willkürlich, weil man hat dann Umschlag gehabt, mal hat er Geld geboten, Ja. mal hat er gar nichts gemacht und nur zwischen den zwei Toren wählen lassen. Ich weiß nicht mehr genau. Ich weiß nämlich auch nicht. Also ja, also auf jeden Fall das Ding ist, wenn er dich zwischen zwei Toren wählen lässt, nachdem du ja eigentlich eins schon gewählt hast und er gesagt hat, hier ist ein Song drin, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Gewinn in dem anderen Tor ist, größer, als wenn du dein Tor behältst. Das kann man mathematisch nachweisen. Vor allem, weil Ich verstehe, was du meinst. wenn du ein falsches wählst, dann lässt er sozusagen das andere Falsche aufgehen. Und wenn du das Richtige nimmst, naja, dann ja, lässt er eins von den beiden anderen aufgehen. Aber auf jeden Fall, da du eine. Das ist irgendwie komisch. Du kommst auf jeden Fall auf eine bessere Chance, wenn du mittendrin tauscht. Das muss nicht heißen, dass du trotzdem, also es kann natürlich trotzdem heißen, dass du gerade mit einem Drittel Chance die richtige Tür genommen hast und dementsprechend tauschen auch zur Niederlage führt. Aber das wäre dann eben, die Chance einer Niederlage ist dann auch nur ein Drittel. Nachvollziehbar. Ja. Beim Das ist anderen schade, dass das Spiel nicht mehr 80%. gespielt wird. Also, dass das nicht mehr so ein Gewinnspiel dazu gibt. Oder gibt es das Gibt noch? es nicht mehr? Gibt es noch Geh aufs Gibt es Ganze? aber nicht jetzt wieder? Geh aufs Ganze? Kann sein. Meine Die haben schon. doch alles Mögliche neu aufgelegt. Familienduell mit. Frag mich nicht. Werner Schulze Erde. Ja, nee, danach nochmal. Ach so, War nee, das aber das mit neue Geh Oliver aufs Ganze ist, meine Petzokan? ich, wieder Irgendwas mit hat doch Jörg Dräger. Oliver. Oli P. hat doch mal irgendwas moderiert auch. Oli P. hat die Pokémon Days moderiert in den Das auch, späten 90ern. ja. Ich habe da schon mal ganz coole Insider-Stories gehört. Von jemandem, der auch dabei war und auch mit moderieren durfte. Ja. Das ist der Mario! Dö, 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 dö. Ne, Nein, ne. der nicht. Nein, 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 nein. Ein anderer jemand. Ja, was machen wir denn jetzt am besten? Wir sind ja Weiß nicht, wir eigentlich haben so das ziemlich Spiel mit allem durch, ne? beendet. Ja. Also Wald haben wir noch nicht. Stimmt, wie sollen wir den denn auswählen Keine lassen? Ahnung, du bist einfach gleich zur Eishöhle gegangen. Ich Hab ich verstehe das übersehen. auch. Also Die dann Eishöhle ist halt spielen wir cool. noch Wald. Komm, Spiel. Komm, wir trollen uns in den Wald. wir trollen uns in den Wald. Moin. Was? Was ist jetzt passiert? Du hast einen Ast vor den Kopf bekommen. Das habe ich nicht mal gesehen. Gab es da eine Animation dazu? Nur der. Es, ja, es gab eine Animation. Der Ast ist einmal so. Plupp, Das rüber. hat man bei mir nicht gesehen. Okay, aber auf jeden Fall, wenn so ein. Oh, Bowling wäre auch mal wieder was Schönes. Nicht nur so in Virtual Reality oder auf der Wii. Obwohl Golf auf der Wii war ja auch. Haben wir auch schon mal zusammengespielt. Ja, das war cool. 18 Löcher waren es, glaube ich. Ich habe darauf bestanden, dass wir die zu Ende spielen. Ja. Oh. Was ist jetzt? Besseres, schlechteres Wetter? Super. Huch. Oh. Oh, schade. Gibt's doch nicht. Wie soll man das auch timen? Uhr? War es das schon? Was sagt er? Hugo, dein Troll, findet dich toll.
Das war zu kur. Scheiße, ist Z da nicht mehr akzeptiert. Ja. Lasse es Tassing. Das ist ja auch ein schöner Name. Lass es Tassing. Lass es krachen. Lasse es krachen. Ich überlege gerade, ob das irgendwelche Scherznamen sind, die irgendwas Lustiges ergeben Nee, ich können. glaube, das sind tatsächlich Leute, die damit gearbeitet haben oder die Tester waren oder sowas. Kann auch sein. Aber die Okay, werden nicht so wenig Punkte gekriegt haben. das will ich noch einmal machen. Okay, mach das. Endlich Spiel. Komm, wir trollen uns in den Wald. Vor allem, weil der jetzt auch gar kein Baum mehr war irgendwie, ne? Der war jetzt nur einmal. Oh. Bei mir hing das Bild gerade extrem. Oh. Und ich bin dann vor diesem Ding wieder zu mir gekommen, sozusagen. Aber ich muss mir gerade, während du spielst, mal was, ein blödes Wortspiel oder ein Wortwitz ausdenken. Oh. Okay, das ist irgendwie zu leicht. Ich weiß auch Ja. nicht. Noch zu kurz vor allem. Das ist ja wirklich, ja, sehr, sehr, sehr kurz. Kann man da noch, ich weiß auch nicht, ob man da noch irgendwie das verlängern kann. Das Verlängerung! Leid verlängern. Ja. Ja, geschafft. Ich überlege gerade hier, warum konnte der Kunstsammler nicht an der Zoom-Konferenz teilnehmen? Weil Kein bei ihm Plan. das Bild hing. Ah. Ah. Finde ich gut. So, ich glaube, jetzt sind wir dann so gesehen durch. Schön war's. Ja. Also eigentlich nicht, also Es war. es hat Spaß gemacht, aber das Spiel ist scheiße. Ja, ich verstehe das. Ich verstehe, was du damit sagen möchtest. Was der Künstler damit ausdrücken möchte. Huch! Aber es sind viele schöne Genug. Kindheitserinnerungen. Ja, definitiv. Aber sowas wie dieses Fernsehspiel, Telespiel, ich glaube, das wird es auch nicht mehr geben. Wenn das noch. Klar, mit Twitch und sowas könnte man es eigentlich umso mehr machen. Einfach mal so Leute mitspielen Eigentlich lassen. schon. Aber ist halt dann auch. Also ich habe leider nicht genug Preise zu vergeben, um das, um da einen Anreiz dafür zu schaffen. Aber ich glaube, ich könnte es zumindest einrichten, dass Leute dann. Oh Gott, Twitch plays Hugo. Der Twitch-Chat versucht Hugo zu spielen. Viel Spaß beim Flieger. Ja, und es wird immer wiederholt, also man ist in einer Hugo-Hölle, sozusagen, wenn, also bis man, bis der Chat es geschafft hat, ein Level durchzuspielen. Ich glaube, das könnte Tage dauern, bis die fertig sind. Außer du fängst mit bald an, dann geht's, glaube ich, noch. Aber alle Ja, anderen, vor allem das der stimmt. Flieger. Das stimmt. Was Flieger ich wird richtig fies. tatsächlich nicht verstanden habe. Also ich glaube, Labyrinth wäre noch okay. Eishöhle wird wahrscheinlich schwierig werden, wenn die sich da irgendwie versuchen, gegenseitig in die Quere zu kommen. Ja, Wald definitiv möglich. Irgendwie. Skateboard ist auch schwierig, glaube ich. Ja, Skateboard wird Dann auch geht die schwierig. Floßfahrt noch eher. Floßfahrt, ja, Berg vermutlich. Ich Darf ich noch glaube, einmal Berg. den Berg selber versuchen? Ja, versuch mal selber den Berg zu erklimmen, zu besteigen. Nämlich mal gespannt, wie Tap, die tap, tap, tap. Steuerung hier ist. Man kann zu früh. Schau, Ja. jetzt sehe ich erst, was das für ein Lag war, weil ich nämlich, sobald ich das am Horizont gesehen habe, gesagt habe, lauf oder links. Das war zu früh. Lauf! Okay. Mir war gar nicht bewusst, dass man auch zu früh hüpfen kann. Das habe ich nie Ja. geschafft vorhin. Oh. Troll. Trolley, hopp. Oh. Aber es geht auch immer noch zu spät.
Hatte unser Lag vielleicht genau die richtige Länge, damit es ungefähr gepasst hat vorhin? Ja. Ah. Moin. Schön, schön. Na, zu spät. Ich wollte gerade zum Nummernblock wechseln, hab nicht aufgepasst. Ah, okay. Einmal versuche ich noch. Nur noch einmal. Ein einzelliges Mal. Jawohl. Hm? Jawohl, Herr Inspektor. Jawohl. Und zwar mit dem Nummernblock, damit ich für die neuen schon mal gerüstet bin. Mhm. Das ist ja schon wieder so spät. Mein Name ist Troll, Hugo Troll. Der Lizenz zum Stürzen. Ich glaube, das ist auch echt schwer, das abzuschätzen. Ja, dieses Pseudo-3D ist total schwierig, finde ich. Jetzt konnte ich nicht, es hat bei mir total gehangen. Ich konnte nicht, es hing bei mir. Wird der Troll auch wieder hart? Oh! Scheiße! Ja, siehst du mal, das ist mir auch vorhin passiert. Der Benuno hat mich irritiert da unten, weil ich das lesen wollte. Was ist das? Mann! Was? Da ist unten gerade bei dir irgendwas reingeploppt, dass irgendjemand irgendwas spielt im Steam oder was. Ach so. Scheiße, zu bald. Oh. Okay, einmal noch. Weil einmal jetzt hat noch mich der Benuno abgelenkt, wie der hieß. Ja, ja, jemand aus meiner Steam-Freundesliste. Kopf weg, was? Ich hab einfach irgendwas eingegeben. Nee, irgendwas stand da nicht. Da bin ich mir sicher. In einer anderen Sprache. Wusstest du eigentlich, Kegeln ist mit Thomas anders als mit Dieter Bohlen? Nein, wusste ich. Ah, ja, und er spielt also Beat wieder. Saber. Ich sag dir das einfach, er spielt Beat Saber. Ja, ich weiß, ich hab's vorhin schon gesehen. Als ich dann ins Loch gefallen bin. Oh. No. Der hat doch gerade nach oben geschossen, wieso kommt das Ding auf einmal von der Seite? Bin ich gespannt, ob wieder dieses Kilo, 100 Kilo Dings auf uns drauf fällt. Hm. Möglich. Anscheinend gerade nicht. Oh, nein, tut es nicht. Ich bin der Meinung, das war nicht zu spät. Ich glaube, ich weiß, wieso da oben läuft eine Sanduhr. Ja. Und wenn die durch ist, kommt wahrscheinlich das 100 Kilo Dings auf einem drauf. Scheiße. Oh. Jeder Baum findet's toll, wenn die Spitze schmeckt. Oder 1000 Kilo. Und nun kommt der dritte Start. Hält der Troll jetzt wieder hart? Er hat schon wieder davon geredet, dass er hart wird. Oh, wie sollte das denn gehen? Wahrscheinlich musste ich nach links auf das Dings ausweichen. Ja. Das ist neu, so weit waren wir vorhin nicht. Richtig. Einmal noch. Ja, eben, wir wollen ja wissen, wie es ausgeht. Aber träumt deutlich, trollst du morgen. Aber nett.
Der benutzt aber auch das Wort Troll so wie die Schlümpfe das Wort Schlumpf. Schlumpfst du heute nicht, schlumpfst du morgen. Und er spielt wieder Beat Saber. Kann er sich mal entscheiden? Oh Mann. Oh. Mein Name ist Troll, Hugo Troll. Ich habe Lizenz zum Stürzen. Trollen, go! Auf zum zweiten Versuch. Genau, lass es lieber aus. Ah! Jetzt hat er gar nicht. Jetzt ist, hä? Richtig, jetzt ist das war ich. Ich glaube, also, wir fangen am besten nochmal neu an, weil ich habe gerade mein. Ich hab was lauter gestellt für die Aufnahme. Ah. Und dann war ich aus dem Fenster rausgetappt. Spring doch einfach in den Tod. Oder auch nicht. Ja, ich habe es nämlich schon bei dem Sack vorher habe ich mich gewundert, wieso er nicht reagiert hat. Ja, ich mich weil ja ich auch ihn eigentlich erst, einsammeln wollte. Ich mich auch erst, bis es mir dann bei der Klippe bewusst wurde. Dass ich dich sabotiert habe. Kennst du das aber, dass so aussichtslose Versuche, wo du es eigentlich schon aufgegeben hast, oft dann die sind, wo es funktioniert? Nee. Okay. Also jetzt hat sich's auch nicht bewahrheitet. Naja, der nächste. Schade aber auch. Aber nett. Labanett 2. Mist. Mist. Ja. Mist. Der Troll, der Mist. Ist das nicht ein Spiel? Hab's aber noch nie gespielt. Du? Ich auch nicht. Soll's jetzt wohl. Das war sehr früh. Ach, im Himmel. Was mache ich denn für eine Scheiße? Mein Name ist Troll. Hugo Troll. Ist der Lizenz zum Stürzen? War das Mist? Müsste ich mal nackt sehen. Nee. Nein, aber Myst ist, glaube ich, das ist ein Spiel, was in VR umgesetzt wurde mittlerweile. Ich habe da irgendwas davon gelesen und man läuft dort nicht mehr von Standbild zu Standbild, sondern halt wirklich über die Insel. Ja. Oder? So, ja, müsste dann so sein, ja. Müsste so sein, ja. Ach, das wäre doch mal was für Secret of Monkey Island. Das wäre cool. Aber das hatte ja nicht dieses diese Art von Grafik ja. damals. Ja. Oh. Jetzt hab ich fast verschlafen, weil ich die Audio-Cues nicht ja, mehr genau. Höre. Dachte ich auch gerade. Die sind ja jetzt weg. Was ich sagen wollte. Es gibt ja so ein Point-and-Click-Adventure jetzt, so ein neues. Mhm. Ich habe das nur gestern mal in einem Stream gesehen. Ich weiß jetzt gar nicht mal, wie das heißt, aber das ist auch so ein bisschen gemacht wie auf Monkey Island. Und auch recht lustig bisher. Okay. Mhm. Und nostalgisch. Also die werden da zum Beispiel von einem Kraken angegriffen und der sieht aus wie der Tentakel aus Day of the Tentacle. Und die haben da ein wunderschönes Kartenspiel. Ich glaube, also das müsste man eigentlich wirklich mal, das könnte man öfter spielen. Das sah regeltechnisch cool aus. Right up. Und drüber. Drüber geht nicht, ich muss nach links. Ja, ja, also das hätte ich dir jetzt auch geraten. Ich hatte Angst, dass ich zu früh springe und dann war es zu spät. Ja, ja. Es ist sehr tiefgreifend, würde ich sagen. Letzter Versuch. Der Troll, der ist kein Kletter, Max. Wirklich letzter Versuch, ich muss ins Bett. Ja, wird langsam spät. Das stimmt. Scheiße! Ach, Gott sei Dank. Ich war mir sicher, dass das zu bald war. Zu bald, zu bald! Oh! Wird zu Goldbald. Und das zu X-Bald. X-Bald. Kennst du den nordischen Gott der Ungeduld?
Hammersbald? Ja. Den kenne ich tatsächlich. Ach ja, ein Professor von mir, der hat ein T-Shirt davon getragen in der Vorlesung. Wo das drauf stand. Und der sieht aber auch so mit dem Bart. Er hat auch Vollbart und sieht auch so aus wie dieser nordische Gott. Sie sehen aus wie ein nordischer Gott. Ich weiß nicht, ob man ihm das so sagen sollte. Ich überlege gerade, wie man sagen könnte, du siehst aus wie ein Gott, aber das als Beleidigung meinen könnte. Welcher Gott wäre das? Oh! Der ist wieder 3 Schritte weitergegangen, bevor er gesprungen ist. Ja, tatsächlich. Ja. Manchmal nimmt das nicht mehr an. Komisch. Und nun kommt der dritte Start. Mein Name ist Boll, Uwe Boll. Sieht aus wie ein nordischer Boll. Ein Bollwerk. Oh Gott. Ein Bollterus. Ja. Yes. Boah, das ist aber sehr spezifisch. Boah. Spezifistisch. Spezifisch? Spezifisch? Der Spezifisch schwimmt nur in Cola und Orangensaft. Orangensaft. Oh. Schafft? Nein. Nein. Super. Yeah. Yeah. Ach ja. Aber nee, genau, jetzt ist mir aufgefallen, man könnte das Wort Bollwerk ja tatsächlich auch für eine schlechte Videospielverfilmung benutzen. Ein Bollwerk. Okay, ja, also ich glaube, wir haben Hugo durch. Ja, es war. Ja, wir haben, glaube ich, alles, ich weiß nicht, ob es noch mehr gibt. Nee, ich glaube, das war's. Also wir haben auch nichts freigeschaltet dadurch. Also wir hatten jetzt noch den Taucher, aber... Ich glaube im Spielmodus, also weil man in den Optionen die Endsequenz ansehen kann, überlege ich, ob es im Spielmodus wirklich so einfach eine Variante gibt, wo du ein Level nach dem anderen halt schaffen musst. Hier gibt's Joystick und TV, aber sonst... Ach so, das ist der einzige... das soll Spielmodus sein. Es gibt hier anscheinend sogar 2 Spieler, huch! Wie geht das denn? Alles? Das will ich jetzt nochmal sehen, was ist das? Was nehmen wir denn da? Mach den Berg, da sind wir gerade so schön dabei. Ja. Spieler 1, ach so, da. Ach, das ist einfach so abwechselnd wie bei. Asynchron, ah, das ist ja. Mario. Asynchron ist asozial, nö. Okay. Synchron wäre schön, schon. Dann lieber noch eine Runde Beat Saber. Ja, mit Ben. Grüße gehen raus an Ben, der wahrscheinlich kein einziges dieser Videos sehen wird. Grüße. Ach ja, mal überlegen, was man sich so fürs nächste Mal einfallen lassen kann. Also ich glaube, mit Hugo sind wir erstmal für die nächsten 3 Jahre versorgt gewesen jetzt. Definitiv, das reicht. Wir können ja auch mal so ein Pokémon Platin oder Smaragd Randomizer Run machen. Den untereinander aufteilen. Ich weiß noch nicht wie, tatsächlich. Weiß ich nicht, einer muss durch die Portale gehen und der andere muss sich das merken. Oder das aufschreiben. Ja, dann gehe ich und du merkst dir das. Ich bin ganz schlecht in sowas merken. Und dann muss ich dich lotsen. Ich habe früher auch immer Karten gezeichnet und so. Und dann muss ich dich lotsen. Oh, da, ich würde die Gelegenheit aber nutzen, um dich an ganz böse Stellen zu lotsen. Direkt zu den Top 4. Kann ja nicht schief gehen. Ja. Vor allem mit dem Tool, was ich dafür habe. Stimmt. Ja, wenn. Schau mal, die Demo kann das Spiel auch nicht. Was? Die Demo? Da lief gerade eine Demo und die konnte das Spiel auch nicht. Ist gleich beim zweiten Baumstamm ins Wasser gefallen. Ja. So, ich weiß jetzt schon, bevor die Weihnachtsfeiertage anfangen, werde ich erstmal an Trassler weiter rumwerkeln. Und Beat Saber spielen. Und Beat Saber spielen. Oh ja, Beat Saber, na, wahrscheinlich erst so nach Weihnachten.
Wir haben auf jeden Fall wieder hohen Besuch da. Mit denen kann man sehr schön Videospiele spielen und zu Silvester geht es ja in deine Richtung ungefähr. Richtig, Aber so dran schön. vorbei, knapp daneben. Knapp vorbeigeschrammt. Ja, schade eigentlich. Wir haben auch noch ein Layton-Spiel zu Ende zu spielen. Haben wir? Den ersten Teil, Ach so, den wir mal ja, das angefangen stimmt. haben, als ich das letzte Mal da war. Aber Das stimmt, da haben wir sogar angefangen. ja, ich muss noch Gott. gucken, ob das überhaupt noch, ob der Spielstand noch auf meinem Tablet ist oder irgendwo. Und ob ich Wir ein machen es halt Gerät nochmal habe, neu. mit dem ich das dann vernünftig spielen kann. Vielleicht packe ich mir das auch in einen Android-Emulator auf dem PC. Oder so. Kann man machen, wie man will. Kann man halten wie ein Dachdecker. So ist es. Wie halten die's? Ja, anscheinend Wie in sie es jede wollen. mögliche Richtung. Ein Lachdecker. Lachdecker. Ach ja, oder wir könnten mal was anderes zusammen machen. Ah, ich wüsste was. Weißt du denn schon, dass ich ein neues Hobby für mich entdeckt habe? Kreuzworträtseln. Das habe ich mitbekommen. Oh nein, mein Hobby ist es nicht. Ja, ich werde dich dann nicht mit reinziehen, keine Sorge. Aber das Alles habe ich klar. gesehen. Alles klar. Na, dann würde ich jetzt mal sagen, dann habe eine geruhsame Nacht und ja, Ebenso. irgendwann sieht man sich schon mal wieder. Genau. Schön war's. Ja, und an alle, die da Tschüssi. draußen sind, auch noch mal tschüss. Ade. Abschiedsgruß mit drei Buchstaben. Ade. Hab ich öfter. Also, Ade. Nee, in Kreuzworträtseln. Genauso wie Ach, Etüde. wirklich? Ja. Kennst du, weißt du, was eine Etüde ist? Ja. Also jetzt nicht 100, ich könnte es dir nicht definieren, aber es ist ein Musikstück. Ja, Für Klavier, so musikalisches ein Übungsding. Übungsstück heißt es Genau, so ein immer. Übungsstück. Ja. Das Wort kommt öfter mal vor. Ich frage mich, wieso ausgerechnet. Für die Bildungsbürger. Ja, genau. Weil nur die Kreuzworträtsel spielen. Und du halt jetzt. Ja, eben. Na gut, das war's dann jetzt aber auch wirklich. Ich möchte dich nicht aufhalten. Alles gut. Na, vielleicht möchte ich doch. Nein. Nein. Zum Glockenschlag, perfekt. Ja, super. Na dann, alle Mann, Mach's gut. tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.